Teufel ist los bei euch da drüben? Klingt wie ein Schlachthaus. Ich weiß nicht. Die haben da oben so einen armen Bastard. Hast du dir die Hütte mal gründlich angesehen? Ich muss das jetzt machen, solange die noch beschäftigt sind. Alex muss hier irgendwo sein. Ich mach mich auf die Suche. Bleib an deinem Platz und mach bloß keinen Mist, Collins Wichser! Ich gehöre nicht zu Collins, okay? Die machen ihn echt fertig, hä? Weiß nicht, er müsste längst tot sein. Sparky bearbeitet ihn seit 2 Stunden mit Starkstrom. Ich muss sie ablenken. Okay, Hammond, du hast Jack gehört. Bleib hier, sonst prügeln wir die Scheiße aus dir raus, kapiert? Ich kipp gleich aus den Latschen, Alter. Okay, sie dürfen mich nicht sehen. Der ist wie einer dieser Enten, die im Fenster hängen. Na los, tanz, du Stück Scheiße! Ich habe erst 10 Kisten von dem Chanel-Scheiß von Roach geholt, bis die 15, die gestern gekommen sind. Komm schon, Jackie Chan! Wo bleibt denn dein Sportsgeist, hä? Ich kann schon nicht mehr zählen, hab aber ein paar Fluppen für meine Alte gekriegt. Hast du telefoniert? Mach keinen Scheiß, klar? Sonst wirst du es bereuen. Wir sind gleich da drüben. Ich gehe nirgendwo hin. Okay. Sie dürfen mich nicht sehen. Bleib an deinem Platz und mach bloß keinen Mist, Collins Wichser! Ich gehöre nicht zu Collins, okay? Jetzt muss ich vorsichtig sein. Ja, so ist gut. Schrei, du gelbe Sau. Okay, Hammond, du hast Jack gehört. Bleib hier, sonst prügeln wir die Scheiße aus dir raus, kapiert? Ich kipp gleich aus den Latschen, Alter. Okay, sie dürfen mich nicht sehen. Komm schon, Johnny, das kannst du noch viel lauter. Hey, Sparky, schließ ihn wieder an. Verdammtes Schwitzauge, du denkst, du kannst einfach mein Revier übernehmen? Ja, weiter so. Schrei, du kleiner Wichser. Sie bringen das Zeug schneller, als wir es entladen können. Charlie sagt, es verkauft sich von allein. Ich
Ich kann schon nicht mehr zählen, habe aber ein paar Fluppen für meine Alte gekriegt. Hey, dich kenne ich. Jetzt mache ich dich fertig. Hast du telefoniert? Mach keinen Scheiß, klar? Sonst wirst du es bereuen. Wir sind gleich da drüben. Ich gehe nirgendwo hin. Okay. Sie dürfen mich nicht sehen. Hey, verschwinde! Bleib an deinem Platz und mach bloß keinen Mist, Collins Wichser! Ich gehöre nicht zu Collins, okay? Er muss hier sein. Sie dürfen mich nicht sehen. Komm schon, Jackie Chan. Wo bleibt denn dein Sportsgeist, hä? Bring das Zeug schneller, als wir es entladen können. Charlie sagt, es verkauft sich von allein. Ich kann schon nicht mehr zählen, habe aber ein paar Fluppen für meine Alte gekriegt. Armer Bastard, ich kann nicht hinsehen. Der ist wie einer dieser Enten, die im Fe- Okay, Hammond, du hast Jack gehört. Bleib hier, sonst prügeln wir die Scheiße aus dir raus, kapiert? Ich kipp gleich aus den Latschen, Alter. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Komm schon, Jackie Chan. Wo bleibt denn dein Sportsgeist, hä? Was ist mit den Kippen? Das war die dritte Ladung aus Bulgarien. Ich kann schon nicht mehr zählen, habe aber ein paar Fluppen für meine Alte gekriegt.
Sowas habe ich noch nie gesehen. Mist, ich brauche eine Zigarette. Ja, so ist gut. Schrei, du gelbe Sau. Gibt's drüben noch Bier? Cool. Hab seit Tagen keinen Drink mehr gehabt. Das wird kompliziert. Ist Johnny immer noch verkabelt? Check doch mal den Hauptschalter, Griff. Ja, okay. Oh Gott, der sieht scheiße aus. Oh Gott. Das ist meine Chance. Also, ich kann aus dem verdammten Van nicht sehen, aber plötzlich werden wir in voller Fahrt zur Seite gestoßen. Echt? Erzähl weiter. Frank fucking Carter ist eine verfluchte Plage. Du hättest ihn sehen sollen. Liam, ich bin in Charlies Büro. Ich habe überall nachgeschaut. Keine Spur von Alex. War sowieso nicht wahrscheinlich, dass wir ihn hier haben. Warte mal. Das hier sieht interessant aus. Ich schaue auf eine Karte von London. Und es sieht aus wie Charlies Monopoly-Brett. Überall sind Orte markiert. Eine Markierung befindet sich in der Scoresby Street in Sutton. Da ist ein großes Haus in Mayfair auf der Upper Brook Street. Und ein Depot in King's Cross. Kannst du die für mich überprüfen? Gib mir nochmal die Adressen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Danke, Liam. Frag mal ein bisschen rum, Mann. Mir läuft die Zeit weg. Hey, Hammond! Was machst du da? Hey, Jungs, hier rein! Ich hab doch gesagt, du sollst dich bereithalten. Was meinst du, was ich hier mache, du Kretin? Ich suche meinen Sohn. Wie hat er mich genannt? Greta. Was verdammt ist das? Du weißt schon, Kreta, das ist dieser miese Abzockerverein von dieser verschissenen griechischen Touri-Insel. Du bist am Durchknallen, Hammond. Ich habe gerade mit Charlie gesprochen über dich und deinen kleinen Jungen. Wirklich rührend. Aber jetzt musst du einen Job für uns erledigen. Du wirst den Vogel zurück nach Chinatown bringen. Das dauert nicht lang. Das ist er. Er lässt dich ein bisschen hängen. Bring ihn rüber zu Gerrard Street. Fuck, du bist ein Psychopath, Jack. Du bist krank, du Vollidiot. Krank? Krank? Willst du sehen, wie krank ich wirklich bin, du miese kleine Soho-Schwuchtel? Jake, verdammt, beruhig dich. Okay, Charlie braucht ihn für den Job, okay? Gut, lassen wir das jetzt. Aber nur, weil wir alte Freunde sind. Lass gut sein. Du hast deinen Auftrag zu erledigen. Du musst eine kleine Lieferung übernehmen. Weißt du, Johnny hier findet nicht allein nach Hause. Er fühlt sich nicht so gut. Er ist wohl auf dem Weg zu seinen Vorfahren. Fahr ihn zum Sing Fu, drüben in Chinatown. Und Hammond, lass dich bitte nicht erwischen. Wir haben große Pläne für dich und klein Alex. Schmeiß ihn raus und hau ab. Die 14K werden nicht wirklich begeistert über den Zustand sein, in den sich ihr Typ gebracht hat. Sie werden dich verfolgen, aber verlier sie nicht. Bring sie zurück in die Hollywell Street. Die geht von der Worship Street ab. Und wir werden warten. Bring sie alle mit. Wir werden...